Ja, hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Schön, dass du hier gelandet bist. Heute nehme ich euch mit auf meinen kurzfristigen, geplanten, gebuchten Urlaub nach Willingen. Und mein erstes Mal im Bikepark Willingen. Viel Spaß! Als erstes bin ich auf dem Floater gestartet, um mich warm zu fahren und mich langsam mit den Strecken vertraut zu machen. Und was soll ich sagen? Also, der Trail float wirklich direkt von Anfang an. Man kann da so laufen lassen. Also ich habe ja schon viele Videos gesehen und einiges gehört, aber der Trail ist echt so flowig und auch nicht zerbombt wie viele andere es hat. Mir Spaß gemacht. Okay, so how did you take my breath away? Get a little closer every step I take. My time, my money, my ease. Take it all from me till it ain't nothing left, okay? I got a brand new feeling. Take me up, need a brand new ceiling. Said you can't do, but man, you did it. Trying to live without you, like damn, you tripping. I love just how you come put it down. Come make heaven open up. I was lost, but now I'm found. Right here deep inside your love. Know you move on your own time. Just don't make me wait too much. Cause on the ground, I get tired. Come reach out to me, take me higher, yeah. Take me higher, yeah. Take me higher than I have reached in heaven before. Come on. Take me higher. Natürlich habe ich danach die Flockhand wie in Angriff genommen. Sie erhöht ein bisschen die Schwierigkeitsstufe, indem da einfach die Tables ein bisschen größer sind, vielleicht ein bisschen mehr kicken, wo man mehr abziehen kann. Anleger sind größer und man kann insgesamt mit einer höheren Geschwindigkeit da durchballern. Oh. Besonders hier habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß mir mein Levo SL macht. Ich war vor kurzem in Saalbach, da hatte ich mein Enduro dabei, das Rad und Swoop. Und hier im Bikepark war ich zum ersten Mal mit einem Levo SL im Bikepark gewesen überhaupt. Und das hat echt Laune gemacht. Das Bike lässt sich willig um die Kurven schmeißen. Es geht gerne in die Lüfte. Also insgesamt gefällt es mir besser als mein Radon.
Da bei der Freeline nur der obere Teil geöffnet war, bin ich die einmal kurz abgerollt, um einfach mal zu wissen, zu schauen, was einen da erwartet, wie die Strecke funktioniert. Genau. Und danach ging es für mich zu dem Trail, den ich schon sehr, sehr lange fahren wollte. Und zwar die Enduro Line. Ein schöner, naturbelassener Trail mit vielen Stufen, Wurzeln, Steinen. So habe ich ihn mir vorgestellt. So habe ich ihn in den Videos gesehen. Und jetzt seht ihr, was ich vorgefunden habe. Ich stehe falsch. Mann. Und ohne große Umschweife liefert der Trail genau das ab. Ein hammermäßig naturbelassener Trail, der sich durch den Wald schlängelt, mit Steinen, Wurzeln, Stufen, alles, was das Enduro-Herz begehrt, findest du dort. Und ich habe den Trail direkt ins Herz geschlossen, also das ist auf jeden Fall mein Lieblingstrail in Bikepark Willing. Das hat aber eben besser geklappt. Thank you.
hier war die Stelle. Wart ihr schon mal im Bikepark Willingen? Welche Line gefällt euch da am besten? Oder was sagt ihr generell zu naturbelassenen Trails, die richtig scheppern? Lasst mich gerne unten Kommentare wissen, ich würde mich freuen, mal zu hören, was ihr so mögt. Das war nicht richtig. Mist. Oh, schon wieder nicht geschafft. Oben bleiben, ich vergesse es immer. Und hier, dasselbe Spiel. Wenn ich oben bleibe, dann wisst ihr, aber irgendwie. Problem, da oben zu bleiben. Autsch! Okay. Zu langsam. Wie ist denn ein Baum mitgenommen? Mit dem Lenker. Nicht so gut. Für mich war der Tag im Bikepark Willingen nach 5 Abfahrten vorbei, aber ich war mir ziemlich schnell sicher, dass ich bald dort wieder aufkreuzen werde, weil ich einfach eine richtig geniale Zeit dort hatte. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen, lasst mir doch gerne ein Like da, haut unten was in die Kommentare rein, abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut, haut rein und ciao!